Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Starfield. Ich bin mal wieder hier in die Stadt hergeflogen. Zwischendrin habe ich beim Schiff ein, zwei Forschungen gemacht. Impact werden wir noch sehen, beziehungsweise ich brauche mal so eine Fertigungsstation, die mein Schiff nicht haben, für Goodies. Und ich würde gerne heute mal irgendwie so einen Händler suchen, wo ich meinen Ramsch verticken kann, damit ich mein Gewicht hier mal loswerde. Also ich rede im Speziellen von... sonstiges von, ja, wir haben noch Schlüssel, aber eigentlich, wo ist es da? Also ein Artefakt, da zum Beispiel das da, weil es gestohlen ist, etc. Das will ich jetzt irgendwo loswerden. Zuerst gehen wir mal hier rein und werden das Artefakt platzieren und mal schauen, was sie da sagen. Moin. Ich stehe zu Ihnen zurück, Captain. Unser neues Familienmitglied. Was genau erschaffen wir hier? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Keine Frequenz und kein Signal ab. Das hat nichts zu sagen. Das Ding könnte etwas ausstrahlen, das wir gar nicht messen können. Eben. Vielleicht bauen wir auch eine riesige Bombe, die explodiert, sobald sie fertig ist. Ist ein Argument. Vielleicht ist es ein interstellares Kinderspielzeug. Was sollte dann das mit den Visionen und der Musik, die der Entdecker erlebt? Es ist eine Botschaft, ganz sicher. Ja, ob es gut ist oder... heraus, wenn wir noch mehr Teile finden. Absolut. Das ist trotzdem risky. Zu kommen, muss man manchmal im Dunkeln tappen. Ja gut. Ich glaube, Cora und ich brauchen mal eine kleine Pause. Aber sag Bescheid, wenn du mal wieder kooperieren willst. Ja, ach, und weil es immer mal wieder Thema ist. Mich und meine kleine Co-Pilotin gibt es nur als Team. Wenn ich auf dein Schiff komme, ist Cora auch dabei. Eigentlich. Ja, ist nichts dagegen. Warum nicht? Was meinst du, Cora? Ist schön, mehr Gesellschaft zu haben. Neue Geschichten, neue Daten. Was? Daten? Alles klar. Wir sind dabei. Mal sehen, was die Galaxie noch zu bieten hat. Okay, Level 7. Oh. Und neue Skillpunkte. Schauen wir mal, physisch, Boxen, Fitness. Ich jetzt immer selbst mehr Sauerstoff zur Verfügung. Das ist aber eigentlich geil. Schleichen, Gewichte heben. Mehr Sachen tragen. Wobei Gesundheit, glaube ich, ist gar nicht so schlecht. Machen wir mal. Okay. Passt. Ja, hoffe, dann. Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ah ja, alles super. Händler, 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 Händler. Den zu finden ist gilt. Eine lokale Karte wäre halt nicht schlecht. Also wir könnten es da unten mal probieren. Moin. Im Unterdeck fällt ständig der Strom aus. Das Mast hat endlich jemanden geschickt, aber es hat nicht geholfen. Billions Medical. Du bist doch, glaube ich, so ein Info. Warte mal, untersuche partielle Stromausfälle. Ja, mal gucken. So, Informationen. Willkommen in unserer gemeinsamen Geschichte, Unternehmensverzeichnis. So, aber da Terra Brew Café, Weltraumhafen, Geschäftsdistrikt, Chemisten Merchantile, Weltraumhafen, Weltraumhafen. Zentralen Arsenal, wir haben Medical, das ist der Wohndistrikt. Enhance und Chunk. Chunks vielleicht. Chunks klingt nach Ramsch. Das ist Reliant Medical. Clothiers. Orion Towers. Das ist Wohnzeugs. Hier hinten vielleicht. Ich hätte so gerne eine lokale Karte. C-Shays, open 20, was, 49 Hours. Hauptsache, jetzt ist zu... Ah, warte mal, öffnen. Ich kann rein. Kann ich bei dir meinen Ramsch loswerden? Hallo? CJ ist immer für dich da. Egal, was du brauchst. Und klar, ich zeige dir alles. Dankeschön. Also... alles. Antibiotisches Cocktail. Moment mal. Ich will verkaufen. Kuh. Alles. Okay, du nimmst den Ramsch gar nicht.
Okay. Danke für den Besuch. Ich freue mich über jeden Kunden. Ja, wenn du mir sagst, wo ein Unterhändler oder sonstiges ist, wäre es irgendwie geiler. Ich meine, die Karte ist auch... Wo bin ich jetzt? Okay. Ist ein bisschen nutzlos. Was ist das hier? Taylor Tower, noch so ein Ding. Probleme für die Liga der selbstbestimmten Siedler, kurz. Centurion Arsenal. Apollo. Du hast das Schiff. Noch ein Tower. Oh, da hinten. Chunks. Ach, warte mal. Das war doch dieses Lebensmittelding, ne? Ja. Ach, Mann. Kleidung. Noch ein Tower. Ah, wo werde ich mein Zeug los? Sonst gehen wir nochmal in... Wow, ernsthaft? Ja, komm. Transitwagen, Mast. Sollen wir da mal hin? Geschäftsdistrikt. Klingt eigentlich so, als wenn ich da finde, was ich suche. Ich meinte auch in irgendeinem Blogbeitrag gelesen haben, dass auf meine richtige Karte kommen soll. UN Distribution, Galbank, Field Office. Alles klar. Terrible Coffee. Kaffee habe ich gerade bei mir, ich brauche keinen. Schon den mit dem weißen Kind und dem Schnabel? Wellberg. Nee, scheint auch nicht das zu sein. Geh mal hier mal da runter. Ich glaube, das ist der Nachrichtensender hier oben. Eventuell da hinten. War schon cool gestaltet. Muss ich ihn schon lassen. Was ist das hier? Ah, das ist das Center. Alter, so riesig. Moin. Da ist die Galbank. Müssen wir bei der Bank probieren? Ich glaube nicht, dass ich da weiterkomme, aber... Die Galbank. Riechst du den Kapitalismusgestank? Moin. Also ich habe im Moment viel zu tun. Und ja, natürlich. Du siehst nicht wirklich aus, als ob du grün hinter den Ohren wärst. Wer bist du also? Nur ein Raumschiffkapitän, den sehe ich mich um, was nie Atlantis zu bieten hat. Ich bin ein Mitglied der Constellation. Ich bin neu am Empfang. Waffen gehören neuerdings zur Standardausrüstung. Steht in dem Memo. Wirklich? Du hast ein Schiff? Ja. Das ist perfekt. Kismet sozusagen. Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen, das uns beiden nützen könnte. Sehr lukrativ. Gut. Fabelhaft. Was wäre das für ein Geschäft? Ich muss was gestehen. Ich mag etwas verzweifelt sein. Also die Kreditprüfung ist echt harte Arbeit. Man hat ständig mit Schuldenprellern und Betrügern. Oh, I see. Ich brauche einen Schuldeneintreiber, der sich um einige unserer Top-Preller kümmert. Ich brauche... dich. Arbeite für mich und du verdienst mehr als genug. Ja. Du kannst es kaum abwarten. Gut. Wir fangen klein an und arbeiten uns nach und nach zu den großen Fischen vor. Ja. Ein dreister Hochstapler nahm einen Kredit für ein Restaurant in der Nähe des Interstellar Inn auf. Und dann, Überraschung, es war ein Schwindel. Und Dieter Maliki taucht unter. Er hat sich in eine Bruchbude mitten im Nirgendwo verzogen. Ist das zu fassen? Der Job ist einfach. Dieter muss zahlen. Du sollst ihn nicht umbringen oder ihm wehtun. Wickle nur den Kredit ab, wie bei jedem anderen Bürger. Ja.
Dann kümmert sich das Nachlassgericht um seinen Besitz und bezahlt uns. Sollte es also er oder du heißen, dann hat die Gale Bank kein Problem damit, wenn er auf der Strecke bleibt. Okay, aber ich möchte es betonen. Das wäre nicht der ideale Ausgang. Wenn wir ihn ausschalten wollten, würden wir jemand anderen schicken. Ja, das glaube ich finden wir schon raus. Ich schicke dir die Daten. Du findest Dieter und sorgst für die Kredittilgung. Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber so wie Landry es erzählt, klingt der Job nicht übel, oder? Auf eine Sache muss ich noch hinweisen. Will ich nicht, aber nicht alle sind ehrlich. Wenn du irgendeinen Deal mit Dieter eingehst, kann ich das nicht wissen. Aber dann darfst du keine Jobs mehr von mir erwarten. Viel Glück. Du machst das. Ach ja, für die Reichen arbeiten. Wisst ihr was? Das da hätte ich jetzt gern mal sehr auf Beobachtung. Aber nichtsdestotrotz, ich brauche halt nach wie vor irgendeinen Typen, wo ich mein Zeugs verkaufen kann. Zurück an den Bewirb dich auf einen Job bei. Nee, Embassy. Ah, das ist doch auch falsch. Probieren wir es mal beim Hafen selber. Die Karte. So. New Atlantis, Geschäftssicht, Wohndistrikt. Die Loge. New Atlantis. New Atlantis. Wo ist denn unser kleiner Item herumziehen, dass die Loge erkundet? Gehen wir mal kurz X. Schauen, ob das der Hafenbereich ist. Oder es geht doch generell in der Stadt nicht. Weiß ich nicht. Weil die hier mal ein bisschen zu ehrlich sind. Weil an dem Teil da kann es halt nicht verticken. Also ich probiere es nochmal. Aus deinem Schiff verkaufen, Werbung, Hilfe, Sonstiges. Nee. Werfbare Items, Kleidung, Helme, Rucksäcke, Anzüge, Munition, alles. Ja, das Illegale ist da nicht dabei. Googeln wäre natürlich auch eine Option. Um zu schauen, wo die Leute hier sind. Hotel und Shopping, nett. Unsack, Bewehr auf Rocket Blast. Du wirst beim Betreten der Stadt gescannt. Ja, ja. Hotel and Shopping, hier rüber. Die Viewport, nee. Ich will wieder so einen Kaffeeladen. Jameson Mercantile. Moin. Guten Tag. Danke für deinen Besuch. Sieh dich ruhig um. Ich kann Transaktionen abwickeln. Und wenn du Fragen hast, schieß los. Ja, würdest du... Sieh dich in Ruhe um. Okay, verkaufen. Kleidung, sonstiges. Ja, wieder. Auch wieder nicht. Anzüge, werfbare Kleidung. Nee. Danke für deinen Besuch. Bitte, bitte. Okay, ja, dann da mal das Geld eintreiben. Und zwischendrin werde ich dann mal Google befragen, wo ich meine illegalen Sachen loswerden kann. Damit wir hier mal gut Credits machen können. Der Scan ist ungefähr. Aber ich freue mich schon echt, wenn die richtige Karte mal kommt. Mann, wir sind so weit in der Zukunft. Karten müssen noch existieren. Zudele, Cockpit können wir eigentlich gerade direkt machen. Zum Start, Captain. Jo, weg hier. Ja, nicht ganz. Ich glaube, die Stadt ist einfach zu ehrlich und zu sauber. Ich werde in deiner Nähe immer noch nervös. Und dabei sind wir doch allerbeste Freunde.
Ansichtssache, Ansichtssache. Fester Orbit erreicht. Okay, lass mal gucken. Wo müssen wir hin? Ist ja gar nicht hier drauf. Hä? Wo ist denn der? Ach, da. Okay. Wir springen. Okay, da unten ist Party angesagt. Erstmal scannen. Nice. Militärposten. Ja, wir tun mal landen. Aber dass jetzt Militär da ist, finde ich jetzt nicht so geil. Beginne Landezyklus. Soll ich einfach jemand anderen befragen? Das ist vielleicht das Beste. Okay, raus hier. Oh. Okay, kommst du mit? Sieht irgendwie aus wie auf dem Mond, ne? Extreme Umgebungskälte. Wo landet da was? Oh, da. Wir kriegen Gesellschaft. Sehen mal nix. Sieht eigentlich aus wie so ein Ölbohrturm. Nur in anders. Hinten hat man ein Fahrzeug. Mit dem wir garantiert nicht fahren können. Und die sind jetzt wieder weg. Die haben bestimmt was da gelassen. Okay, wir hätten es geschafft. Alles klar. Okay, geil, kann ich mit dem fahren? Nö, ich kann. Ach Mann. Ne, Hammer brauche ich nicht. Schade. Okay, wir sagen mal Hallo. Kommst du? Na dann halt nicht. Aha. Verzeihung. Hallo? Hast dir echt Mühe gegeben, mich zu finden? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich vertreibe ich Versicherungen. Ich hab. Super. Gelbank. Geben die denn niemals auf? Anscheinend nicht. Ich gebe dir eine letzte Chance. Verschwinde und lass andere Jungs die Gelbank-Drecksarbeit machen. Denn sonst geht die Sache hier nicht gut für dich aus. Das werden wir sehen. Warum zum Teufel sollte ich? Probieren wir es doch mal. 4 Punkte. 3 Züge. Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. 2 Züge. Ich möchte dir ja helfen, aber... Das kann ich nicht. Es reicht. Ich habe genug von dir. Schluss jetzt. Okay. Okay, das ging jetzt ein bisschen schnell. 874 Credits.
Leichen zu plündern ist zwar nicht glamourös, aber oft profitabel. Ja, allerdings. Okay, dann schauen wir mal. Papiertücher. Witzrettung Urban. Nö. Was haben wir sonst noch für Goodies? Oh ja, Munition. Her damit. Sonst noch was? Nö. Credit Stick. Aber das sieht so aus, als wenn hier noch jemand zweites gewesen wäre. Nee. Irgendwas Wertvolles. Essenspack brauche ich eigentlich auch nicht. Fernglas, 105. Immer mit. Mmh, 240. Nehmen wir mit. Gut. Ja. Ich würde sagen, das war's. Ciao. Okay, warum sagst du, dass ich jetzt da nach hinten gehen soll? Warum soll ich da nach hinten? Wenn wir das mal ganz kurz anschauen. Prüfe das Inventar deines Schiffs. Okay, warum? Landeplatz erkundet. Okay, ich check's gerade nicht, warum ich da nach hinten muss. Der Marker geht da rüber. Dann haben wir hier noch Goodies oder so. Oh, da hinten hätte eine Kiste. Komm ich da rauf? Oh ja. Uran und Kosmetikum. Bestimmt nützlich für die Forschung. Ja, also keine Ahnung, warum der Marker jetzt hier ist. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zum Schiff, beziehungsweise erstellt den Landry-Bericht. Ich habe die Schulden in Galbank eingetrieben. Jetzt muss ich nur noch zurück zu Landy Hall für die New Atlantis. Okay, das war wieder zurück. Als ich für die Stadt rumschaue, hörte ich einen Jobanzeige für Rüben Industries. Ich soll Rüben Automaten in der Nähe suchen. Nö. Ah, die Pflicht ruft. Marshall hat mir angewiesen, bla bla bla. Das wäre auch noch das ins Unbekannte, ist so mich für Sarah zum Auge begeben. Einer im Orbit um Jameson befindlichen Sternenstation der Constellation. Ich muss mich mit Vladimir Sell treffen, um mehr über das Finden von Artefakten. Dann können wir das alles zu erfahren. Machen wir das da. Okay. Können wir Schnellreise zum Schiff machen? Landeplatz. Eisen. Südele. Und Schiffsinventar soll man auch prüfen. Ach so, da geht's rein. Südele, machen wir ganz normal einsteigen, bitte. Ich gehöre hierher. Schiffsinventar. Inventar. Frachtraum Q. Ja, okay. Das ist alles, was wir jetzt hier drin haben. Was bringt mir das jetzt? Jetzt habe ich es gesehen. Einfach ohne Grafantrieb im All herum. Nochmal schauen. Alles zurück. Guter Wolf. Aktivitäten. Untersuche. Nee. Platziere Handscanner. Ausbrustiger. Sprich mit Treber. Ja, aber genau das habe ich gemacht. Überprüfe das Inventar deines Schiffs. Oder muss ich es hier machen? Ah, Frachtraum. Okay. Ja, habe ich jetzt gemacht. Soll ich da jetzt irgendwas nehmen? Okay, warte mal. Air-Transfer. Da kann ich jetzt wieder... Das ist ja jetzt nicht meins. Alles nehmen, untersuchen. Nehmen Inventar. Rucksäcke. Wisst ihr was, wir werden mal den und den mal einlagern.
Der ist aber eigentlich episch, ne? Ist was. Wir tun den mal ausrüsten. Rucksäcke. Den da. Und den kann ich jetzt nicht transferieren. Frachtraum. Kuh. Und hier Inventar. Gut, wir machen jetzt das jetzt mal mit dem Unbekannten. So, einsteigen bitte. Alter, dieser Fan, ne? Jo, lass mal gucken. Wo müssen wir hin? Hier schon mal nicht. Die Aufgabe ist in Alpha Centauri. Gehen wir da hin. Muss festlegen. Und Sprung. Am besten nicht in den Planeten rein. Dankeschön, aber Moment mal. Jetzt. Warum jetzt wieder die Loge? Und ist nichts erkundet. Sprich mit Commander Tuala darüber, den Vanguard zu sprich mit dem Barkeeper anstatt der Landwehr-Bericht. Das war jetzt eigentlich gar nicht das, was ich. Warte mal, L. Das wollte ich jetzt ja gar nicht machen. Sprich mit Vladimir. Komplett falsch. Sprich mit Vladimir, das Auge. Ah, der ist doch da. Okay. Sprich mit Vladimir, der ist. Sprich mit dem Marker. Die Loge, sprich mit Commander Tuala. Warum wird man das mit Vladimir? Warum ist das hier so? Okay, komm. Wir gehen jetzt mal in die Loge rein. Weil vermutlich ist er da. Dann können wir auch das gleich mit der Gale Bank da machen. Der hat es jetzt gerade vollbracht. Und der Marker ist aber nicht dahin. Der ist da. Moment, Karte. Stelle. Untersuche partielle Stromansage, sprich mit Commander Tuala drüber, statt Landry, Bundesdistrikt erkundet. Wisst was, wir können aber das mit dem Herstellen mal ganz kurz machen. Wobei sehr viel werde ich eh nicht herstellen können. Doch unglaublich, dass ich hier ein Zimmer habe. Ich rechne täglich damit, dass sie mir sagen, es war alles nur ein Scherz. Ich verbringe immer mehr Zeit. Wo war denn das? Ich glaube, das war irgendwo oben, oder? Wo war denn das? Und hier irgendwo? Nee. Ah, da. So sehr ich es auch liebe, neue Fragen zu entdecken, ein paar Antworten hier und da wären schön. Will ich das pharmazeutische Labor? Name Antibiotika. Ja, mir fehlt es ein bisschen an Zutaten. Weil das alles im Schiff ist. Moin. Oh, da war doch noch irgendwo eine zweite Bank. Ist da was drin? Ach so, ja, da war ja was mit verschlossen. Auch nicht. Abstellraum.
Raumstation. Könnte ich da was machen? Nö. Ich glaube, das ging schon beim letzten Mal nicht. Oder ist es auf dem Schiff? Wir könnten es probieren. Beziehungsweise, wir gehen mal zum Geschäftsdistrikt und machen das mal ganz kurz. Gelbank finanziert, schützt und reguliert sich selbst. Letzteres ist aber nicht so geil, wenn man sich selber reguliert. Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Starrt Bäume an. Klingt besorgt. So schlimm kann die Sache nicht sein, oder? Oh, Alter, ich werde einfach mit Nebenmissionen geflutet. So, Gelbank. Ich glaube, das war gerade da hinten. Ja, ich weiß, es ist nicht so gut. Moin. Gemeinsam können wir echt was bewirken. Ah, mein Lichtblick am Kredithimmel. Dieters Schulden sind also beglichen und die Gelbank kann einen weiteren Triumph verbuchen. Je nachdem, wie man sieht. Ich schätze, nein. Ich hoffe, dass er dir keine Wahl gelassen hat. So oder so ist die Bank begeistert von dieser Sache. Ja. Ja, absolut. Hey, ich finde, unsere Zusammenarbeit funktioniert prächtig, nicht wahr? Vorerst. Wenn du weitere Aufträge haben willst, lass es mich wissen. Wir machen das. Aber hier hast du deinen verdienten Finderlohn. 2500? Ja, gleich nochmal. Ich habe einen Job für dich, wenn du willst. Ja, gib her. In diesem Fall hat ein feiner, aber überarbeiteter Kreditprüfer aus Versehen einen recht großen Kredit für einen Kunden genehmigt. Ich nehme an, dass man mit Reden bei diesem Kunden nicht wirklich weit kommt. Du bist echt interessant, weißt du das? Dankeschön. Hier hast du alle Infos. Vielen Dank. Donny. Vernichte das Spacer-Schiff im Orbit von... Oh, Raumschlacht. Alles klar. So, wo ist jetzt das? Sprich mit Commander Tula. Nein, das will ich nicht. Untersuche partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Stell ein Item her. Wo ist denn... Ist da unser Schiff? Ich hoffe mal. Nein, aber wir können jetzt mal dem Marker da nachfolgen und schauen, wo er sagt, dass wir hingehen sollten. Irgendwann verlasse ich ihn. Am Hafen. Doch am Schiff. Ja, da hinten. Was ganz praktisch wäre, wäre irgendwie so ein E-Scooter. Oh, cool. Muss einfach immer wieder springen, damit ich da KO2 verbrauche. Du warst da oben, ja. Ah. Okay. Ist so ein bisschen doof zum Laufen. Und jetzt, glaube ich, soll das lassen. Moin. Also, auf hier. Ich liebe den Geruch des Gurts am Morgen. Das ist hey, jetzt ist aber wieder auf dem Cockpit. Hast du was Gutes gelesen? Das kann es doch nicht sein. Ja, komm, abheben. Zu einem Star wie dich wäre das. Alter, der Typ ist ein bisschen anstrengend. Ins Unbekannte, sprich mit Wladimir. Ja, aber wo zum Teufel ist er? Ziviler Außenposten? Ey, das gibt's doch nicht.
sprich mit, warte, mit das Auge. Alpha Centauri, das Auge. Doch das Mindeste. Ah, Moment mal. Ist das hier die, ist eine Raumstation hier draußen und ich hab's einfach nicht geschnallt. Ja. Ah, ich bin so ein Held. Obwohl, die schreibt's hier. Oder habt ihr schon die ganze Zeit reingeschrien? Hey, wie ist denn eine Außenstation hier? Sollten wir vielleicht nicht so schnell ran. Andocken? Wo? Autsch, 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 das ist zu viel. Wie geht das nochmal mit dem... Okay, wir müssen hier nochmal zurück. Die Hülle hat einen Schaden. Ach, Mann. Nee, schießen will ich eigentlich auch nicht. Wo bist du? Ah, Orientierung hier im Weltall. Ah, andocken. Hallo? Wir müssten ja hier irgendwie so ran, ne? Moment mal. Wow, 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 wow. Wieso komme ich da jetzt nicht ran? Autsch! Oder muss ich die Waffen dafür abschalten? Nee. Okay, soll ich was machen? Kleidung waschen? Stiefel putzen? Den Spiegel auf Hochglanz polieren? Du könntest mir sagen, wie ich da andocken kann. Das gibt's ja nicht. Okay. Ich muss mal ganz kurz Dr. Google befragen, weil ich finde das gerade ein bisschen schräg. Bis gleich. Okay, ich bin offiziell doof. Ich hätte einfach nur den Scan aktivieren müssen mit E. So, andocken, R. Ah, ich Superheld. Es kommt davon, wenn man unterschiedliche Spiele zeitgleich spielt. Die Luftschleuse ist intakt. Okay, wir steigen mal ein. Und sorry fürs Anrempeln an der Station. Nice. Ich bitte jetzt mal ganz kurz gerne den Fotomodus. Menü ein- und ausblenden ist T. Hatte ich gerade Foto. Konnte ich da raus? Geil. Okay, ich lasse schon wieder. Ja, Log. Ja, doch. Da könnte ich es mir jetzt schon noch vorstellen zu arbeiten. Bitte weg. Ja, damit. Facilities F01, Crew Quarters. Ist überraschend wenig los hier. Moin! Neuling an Deck. Frisches Blut für die Constellation ist immer gut. Ehrliche Arbeit ist aller Ehren wert. Diese Ehre hatte hier nicht jeder. Naja, die Constellation verlangt einem schon um einiges mehr ab, als auf Steine zu hämmern. Wow. So gerne hätte ich unten in der Loge die vereinten Artefakte gesehen. Leider hatte ich gerade durch das Auge gespäht. Das Auge gespäht? Ist das wieder so ein... Den habe ich mir selbst ausgedacht. Wir nennen diese Sternenstation das Auge. Sie ist wie ein riesiges Teleskop. Okay... Hab schon immer lieber alleine gearbeitet, selbst unter Freunden. Doch diese Gruppe hier ist anders.
niemand im All taugt für dieses Rätsel mehr. Das Auge eignet sich für Deep Space Scans. Nach dem Fund unseres zweiten Artefakts fanden Baird und Sarah heraus, wo weitere sein könnten. Ohne einen Graph-Antrieb brauchen die Daten im Lichtermeer allerdings Jahre oder gar Jahrzehnte von den Randgebieten bis hierher. Okay, ja, klingt irgendwie danach, ne? Allerdings gehen da draußen noch mehr von der Constellation den Scans nach. Matteo ist gerade erst los, aber Andrea ist schon länger weg. Ich spiele nicht gern den ängstlichen Alten, aber ich bin alt und sorge mich. Sowas braucht Zeit, sicher geht es ihr gut. Wer ist Andrea? Wer ist sie eigentlich? Noch ein Neuling bei der Constellation, der sich einen Namen machen will. Sie arbeitet gern alleine, was ich verstehen kann. Du wiederholst dich. Ich auf sie auf. Okay. Sie ist hart im Nehmen, aber ich helfe gerne, wenn nötig. Ich habe zwei Orte auf deiner Sternenkarte markiert. Sie sollte an einem davon sein. Meistens kommt sie alleine zurecht. Meistens. Naja, hoffentlich drückt dich das Glück und uns fallen noch ein paar Artefakte in die Hände. Viel Glück. Alles klar. Ich wüsste gar nicht, wie bist du aus Constellation gekommen? Bist du... Ja, nö. Pass das mal. Alles klar. Ja, dann schauen wir doch mal, wo wir hinfliegen müssten. Andererseits... Können wir uns mal ganz kurz hier umsehen. Eigentlich hier so haben... Wladimir. Okay. Das ist locked, storage, vacant, frei. Das wird das auf der anderen Seite. Was sieht das F01? Jo, der trainiert hier sehr gerne. Nett. Storage. Nochmal Storage. Washroom. Ja, funktional würde ich mal sagen. Und die Cafeteria. Okay, schwerer Teilchenzünder. 63 Wert. Nehmen wir mal mit. Ja, doch. Also ich muss sagen, ist eine nette Station hier. Lockt, kommt man nicht hin. Alles klar. Dann hätten wir das mal gesehen hier. Ja, da waren wir hier und unser Schiff ist da. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Sind ja eh schon wieder an der Zeit. Und in der nächsten Episode schauen wir mal, ob wir die Dame finden. Und wird vermutlich wieder Stress geben, wenn sie eh schon wieder länger weg ist. Ich meine, irgendwie ganz typisch. Also, bis dahin. Wünsche Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.